Es ist schon eine Tradition, das Herbstfest der Bürger- und Interessengemeinschaft Garat, genannt die BIG, auf dem Gutshof des Garatter Schlosses. Und weil die BIG in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert, soll es nun ein besonderes Fest sein, zu dem alle Garatter Bürger eingeladen sind. Kommentar zu dem Film 50 Jahre BIG. Wetter haben wir ja unwahrscheinliches Glück, wie es aussieht. Es bleibt trocken. Da kann man natürlich hier einiges veranstalten. Wir haben einige Überraschungen für euch hier organisiert. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Ich hoffe, dass ihr alle viel, viel Spaß heute habt. So, was ich ganz vergessen habe, also wo ich darauf achten möchte oder sagen möchte, ich möchte ein ganz wahnsinniges Lob an unseren Festausschuss, der sich so viel Mühe gegeben hat. Herzlichen Dank, ich bin richtig stolz auf euch. Vielen Dank. Ja, ich heiße auch nochmal alle recht herzlich willkommen im Namen der BIG. Ich hoffe, ihr habt Spaß an der ganzen Sache. Ich möchte dann noch darauf hinweisen, es gibt drei Bekuchen, Wildschwein gibt es nachher. Draußen haben sich schnell viele Besucher eingefunden. Angezogen von den Kiezen. Ja, und ich habe, wie gesagt, den netten Pfad, die Glückwünsche an die BIG zu geben. Die BIG ist 50 Jahre alt, stolzes Alter. Und die BIG ist einer. Oder ist der erste Verein in den neu zu gründenden Stadtteil gewesen? Die BIG ist die Bürgerinteressengemeinschaft von Garat. Und es ist gut, dass ich denke, man kann nur sagen, macht weiter so die nächsten 50 Jahre. Es steht vieles hier in Garat an. Und da brauchen wir diese Heimatvereine, Bürgervereine, die Schützenvereine, die Sportvereine, um hier für uns Bürgerinnen und Bürger Garat, Hellerhof. Ich wünsche euch eine gute, glückliche Hand und ich wünsche uns allen heute noch ein schönes Fest bei hoffentlich trockenem Wetter. Dankeschön. Ich möchte mich anschließen, möchte der BIG alles Gute wünschen. Ich habe ja schon in meinem Grußwort für die BIG schon ausgesprochen, dass wir auf den Rat und die Tatkraft der BIG angewiesen sind, dass wir gern den Rat annehmen im Vorfeld und dass wir dafür, dass sie die Dinge anpackt, dass sie auch dabei ist, die Lösungen zu präsentieren und mitzuhelfen, passable Lösungen für Garat zu finden. Und in dem Sinne wünsche ich der BIG weiterhin alles Gute. Für heute auch einen schönen Tag und wir hoffen, dass es trocken bleibt und dieser Tag auch für die BIG weiterhin ein Erfolgstag wird. Vielen Dank für alles und Ihnen noch allen einen schönen Tag. In der Scheune verspricht eine Tombola ein besonderes Highlight zu werden. Viele Garatter Geschäftsleute haben hierfür beachtliche Preise gestiftet. Draußen haben sich schnell viele Besucher eingefunden. Ich
bisschen Tzatziki drauf hier. Ja, ja, jetzt schmeiß rein. An einem offenen Feuer werden zwei Wildschweine gegrillt, deren Duft ein leckeres Mahl verspricht. Auch Reibekuchen und knackige Würstchen sind bei den Besuchern sehr begehrt. Für Kinder stellt das Glücksrad einen besonderen Anziehungspunkt dar. Der Karate Sportverein sorgt mit einer Hüpfburg und einem Trampolin dafür, dass die Bewegung nicht zu kurz kommt. Die Menge der Besucher ist in diesem Jahr besonders groß. Die vielen Mühen des BIC-Fest-Ausschusses haben sich also gelohnt. Ein kleines Platzkonzert des Spielmannszuges Blau-Weiß Garat sorgt für eine willkommene Abwechslung im Festprogramm. Thank you.
Der Auftritt der Tanzgruppe Rheinsternchen aus Langenfeld stellt einen weiteren Höhepunkt dar. So neigt sich das Fest seinem Ende zu. Auch die Preise der Tombola haben inzwischen ihre Abnehmer gefunden. Es war wieder ein schönes Herbstfest, das bei den Garatha-Bürgern viel Anklang gefunden hat. Ein herzlicher Dank, der Big